Moin, Flavio hier. Willkommen bei der 12-Wochen-Challenge mit Markus. Wir machen heute in Ansbach ein schönes Rückenworkout. Viel Spaß dabei. Runter, wenn du runter gehst, Kopfverlängerung. Genau. Genau. Und kannst du ein bisschen weiter runter zum Bauch. Super. Markus ist echt fit, man merkt, er macht schon seit vielen Jahren Sport, hat jetzt auch CrossFit damals gemacht, das heißt, die Technik ist zu 90% gut, ab und zu fälscht er ab, das ist aber vollkommen normal, würde ich sagen, wenn da keiner hat, der regelmäßig korrigiert, ich brauche da auch immer wieder jemand, von daher echt gute Arbeit. Nicht zu weit hintergehen, stopp, nicht abfälschen, genau, hast du ja selber gesagt, Zielmuskel treffen, ne? Von den Hardgainer-Crew ein Video angeschaut, ne? Das hat mir gerade eben noch gesagt, der eine wäre so breit, genau. Und er macht die Ausführung so sauber und es ist nicht so wichtig, das Gewicht, aber trotzdem geht man immer wieder so, ja, ne? Man ist verleitet einen schnell dazu abzufällen. Viel Gewicht zu nehmen. Und, wie läuft's gerade? Ja, haut rein. Also fühlst du dich wieder einigermaßen, oder? Ja, aber ich merke, dass merkst du schon, ne? Ja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber geht. Was hattest du jetzt? Erkältung, Grippe und Entzündung, ja. Ui. Als Schwierigkeitsgrad die Weihnachtszeit gehabt und Silvester, dann hatten wir im Winter und dann noch Kaloriendefizit, wo die Phase der Influenza, der Grippe so hoch geht. Das heißt, wenn du weniger Kalorien isst und dann nochmal Grippealarm ist, dann ist die Gefahr natürlich noch ein bisschen höher. Das heißt, da haben wir wirklich alles mitgenommen, was in Schwierigkeiten mit drin ist. Also vor allem im Winter ist Diät, kann schneller dazu führen, dass man sich erkältet oder auch krank wird. Ne? Das liegt einfach daran, Immunsystem ist schwächer bei einer Diät und dann auch mit den ganzen Grippeviren kann es natürlich nach hinten losgehen. Atmung. Einatmen, ausatmen, genau. Schön kontrolliert. Komm. Sauber. Komm, zieh. Langsam komme ich in den Bereich, wo ich mir wie so ein Lappen vorkomme. Weil ich habe mir immer als Ziel gesetzt, oder als Grenze 85 Kilo Minimum. Ja, jetzt bin ich schon fast bei den 85 und kriege langsam Angst, dass mich der nächste Windzug wegträgt. Ja, mal schauen, wie es weiter verläuft. Ich glaube, das gehört ja auch dazu, auch wenn man ein bisschen weniger wiegt. Dafür ist die Form besser, man schaut definierter aus und würde sagen, vielleicht trainiert er überhaupt und dann, wenn der Sommer kommt, machst du wusch und alle denken, wow. Gerade eben Bankdrücken eng gemacht, 70 Kilo letztes Mal, 70 Kilo diesmal und eine Wiederholung mehr. Sowas macht doch Spaß. Das sind die kleinen Fortschritte, die einen am Schluss weiterbringen. Eine Wiederholung, eine Wiederholung, eine Wiederholung. Sauber. Vielleicht hast du nicht gecheckt, aber nach den 3 Wochen, da messe ich nicht den Bizeps, ne? Ich messe eigentlich eher die Taille. Schauen wir mal, vielleicht verbrenne ich ja noch das andere Kalorien zusätzlich. Also wer schnell viel Kalorien verbrennen will, soll er entweder HIIT-Training machen, Cardio oder Ganzkörpertraining. Oder so, also Kniebeugen, die sind auch super gut. Also kann ich dir mal empfehlen, so auf 20er Wiederholung Kniebeugen zu machen. Ich sag dir mal, mein schlimmstes Training.
Atemkniebeugen. Ich habe es vor vielen Jahren mal in einem Video gesagt. Kennst du Atemkniebeugen? Nee, was ist das? Atemkniebeugen ist ganz einfache Regel. Du machst nur einen Satz Kniebeugen. Also ich habe echt, danach habe ich mega die Beine aufgebaut. Ein Satz Kniebeugen, ein Gewicht, wo du 10-mal schaffst, sagen wir mal 100 Kilo. Hm? 10 Kilo, du schaffst nicht mehr als 10. Du machst aber 20. Indem ich was mache? Indem du einfach so lange machst, bis 20 fertig sind. Das heißt, nach 15 stirbst du, glaube ich, fast. Nach 17, 18 weißt du gar nicht mehr, was oben und unten ist. Und das war aber so ein krasse Trainingseinheit. Das war damals so ein Buch, so Masseaufbau. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich bin weiß wie der Tod. Ich weiß nicht, ob das an der Kamera liegt. Ich bin richtig auch geil, weiß, ne? Geil gleich. Ja. Aber ich habe gehört, man kann ja so viel Solarium machen, wie man will. Dann kannst du ja ein bisschen Bräune ansammeln. Ich werde richtig dunkel im Sommer sein. Ja? Ja, ich aber auch. Also ich bin gerade sehr weiß. Ja, war cooles Training. Sehr cooles Training. Leute, ich gehe nochmal was essen. Vielleicht könnt ihr mich da nochmal verfolgen. Du hast ja dein Essen vor dem vorherigen Video. Er hat schon was vorbereitet. Das ging, ich würde sagen, wie lange war das? Das waren 4-5 Minuten, das gebraucht, ne? Ein Vorbereitung, personalisiertes Essen zum Abnehmen. Mit Kohlenhydraten sogar. Also wenn ihr das Video nicht kennt, schaut es euch mal an. Müsste hier irgendwo sein. Ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ich während der Autofahrt Podcasts höre. Und ich höre verschiedene. Ich höre teilweise Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Spirituelles. Ich bin Christ. Ich höre gerade diesen Podcast hier, die Menschwerdung Christi von Johannes Hartl. Der macht in Augsburg einmal im Jahr eine überkonfessionelle Veranstaltung. Beim letzten Mal waren jetzt im Januar, ich glaube, 10.000 Leute in einer Riesenhalle. Fand ich eine super coole Sache. Ich war leider nicht da, aber dieser Podcast, der ist unglaublich gut. Ich muss jetzt leider nach Hause gehen. Ich habe von meiner Frau erfahren, mein kleiner Großer, ich habe zwei Jungs, der Große hat jetzt leider Fieber. Deswegen ab nach Hause. Ich wollte mir jetzt eigentlich irgendwo lecker essen gehen, aber wird wohl nichts raus. Deswegen haben wir hier bei einem echt schönen Bäcker Brothaus einen Putenbagel geholt. So schaut der Gute aus. Und der Simonetti ist ein großer Brezel-Fan. Oh, leckere Brezel. Ich habe jetzt gerade noch meinen Großen ins Bett gebracht, der hat ein bisschen Fieber. Und deswegen ist er jetzt auch ganz schön eingeschlafen. Ich finde es ganz wichtig, dass der Vater mit seinem Sohn Zeit verbringt. Ich habe vorhin einen ganz interessanten Podcast gehört. Und zwar ging es darum, Strafgefangene wurden in Amerika angeschaut. Und man wurde geguckt, was so die Gemeinsamkeiten waren, warum Leute ins Gefängnis gingen. Und es stellte sich heraus, dass ich glaube, zu über 90% davon es Leute waren, die ein schweres Elternhaus hatten. Und was ich sehr interessant fand, ein Professor wurde in Deutschland gefragt, was man denn machen kann, um die Kriminalität runterzuschrauben. Und er hat gesagt, der einzige Faktor, der wirklich Einfluss hat, ist nicht die Schule, nicht die Lehrer, sondern der allergrößte Faktor sind letztendlich die Väter, denn die beeinflussen Kindern Ahmen nach und die beeinflussen letztendlich auch die Lebensentwicklung. Wenn ich schon dabei bin, hier über Fundamente zu reden, kann ich auf jeden Fall das Buch vom breitesten Pastor Deutschlands empfehlen. Das heißt Stark, ein sehr, sehr gutes Buch, wo es um das Fundament geht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen für Leute, die nicht so gern lesen. Es sind auch viele schöne Bilder dabei. Auch von mir ist eine Kurzfassung der Lebensgeschichte mit drin. Hier ist mein Part in dem Buch, kann ich euch wärmstens empfehlen. Hier ziehe ich mal ein bisschen die Hosen aus von meinem Leben, die Ups und Downs und wo mein Fundament gegründet ist. Also wenn ihr etwas über das Fundament erfahren wollt, was wichtig ist im Leben, empfehle ich euch wirklich das Buch Stark vom breitesten Pastor Deutschlands. Das bringt das Ganze noch sehr gut auf den Punkt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlasse jetzt ein Like. Ich freue mich, bis zum nächsten Video. Dein Flavio Simonetti.